Einen wunderschönen guten Ding, die Bums, die. Die sind so arg, sage ich euch. Die machen jetzt schon ein Picknick. Kaum aufgestanden, machen die schon ein Picknick. Mit Jause und Luxus und Schatten und überhaupt. Ich bin entsetzt. Und ich, armer alter Mann, habe eigentlich mehr als genug zu tun, wenn ich das so sagen darf. Ich bin ja nach wie vor beim Dokumentieren. Ihr wisst, da höre ich nie auf. Das ist meine Hauptbeschäftigung im Moment, die Dokumentationen. Und wenn die erledigt sind, dann könnte es sein, dass ich schon 55 Jahre alt bin. Das heißt, ich werde nicht warten, bis ich das erledigt habe mit anderen Dingen, sondern werde mir überlegen, ob ich heute ein Bidulchen machen soll. Material hätte ich, Material habe ich, aber die Motivation habe ich nicht. Und dem Hundzi sollte man was zum Essen. Das sollte man machen. Ja. Die Nase juckt. Das ohne zu lügen. Tja, was soll ich sagen? Gestern haben wir ja eine sehr nette Unterhaltung gehabt über die Nachrichten. Da waren einige nette Rückmeldungen. Da freue ich mich, wenn ihr euch da beteiligt an meinen Gedanken. Und in mir spielt sich ziemlich ab. Ich hätte so viele Videos zu schneiden. Ich habe schon so viel gefilmt. Meine Frau hat ja gesungen. Die wollte das schon sehen, was sie da gesungen hat am Samstag. Ich habe gesagt, na nix da. Nix gibt's zum Sehen und zum Hören. Naja. Apropos Frau. Die Frau ist heute im Langdienst. Das heißt, die ist erst nach 16 Uhr rückkunftstechnisch geplant. Das würde die Option für viele Dinge bringen, die ich aber nicht umsetzen werde, weil ich ja ein bekanntlich fauler Kollege bin. Ja, so machen wir das. Schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Wir werden uns da was einfallen lassen. Ja, also ich stütze mich wieder auf meinen Computer, habe mich wieder rechtlich ein bisschen eingelesen. Da gibt es einige Zusatzinformationen, die ich bislang schlampig gelesen habe, die in Wirklichkeit überhaupt super sind. Der Gesetzgeber, ja, der macht ja, also wenn ihr euch Gesetze durchlest, wenn ein Paragraph sehr kurz ist, ist der meistens der intelligente Paragraph. Also bei mir geht es gerade um einen Paragraphen, keine Ahnung die Nummer, im ABGB, nein, im Strafgesetzbuch, StGB, der ist 5 Zeilen lang und ganz klare Botschaft, was man darf und was nicht. Das lohnt sich, das macht Sinn. So stelle ich mir das Leben vor. Nicht tausende Kilometer Gesetzestext, die wischiwaschi sind, sondern klare Botschaft. Und das Schönste ist dann, wenn auch Gerichte noch entsprechende Urteile fällen, die dann in die Geschichte eingehen und als erwiesene, sichere Rechtssicherheit dastehen, dann freue ich mich. Super! Das ist ja perfekt. Da bin ich ja überhaupt von und zu überhaupt beeindruckt. Ja, da freue ich mich. Das ist schön. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Und den werde ich hemmungslos ausnutzen. Gestern war noch jemand im Kindergarten, ganz nette Leute, voll begeistert, voll sympathisch, nett und mittels VW Käfer angereist. Einen sehr schön hergerichteten in Violett. Ja, warum nicht? Da habe ich mich gleich gefreut. Also irgendwie, wir werden so der Treffpunkt für besondere Autos. Voriges Jahr war ja der Kit bei uns und heuer schon ein toller Käfer. Und vielleicht kommt ja noch ein DeLorean. Wer weiß? Tja. Ich habe schon überlegt, ob ich ein paar Flipper verscherbeln soll und mir einen DeLorean kaufen. Meine 10 Flipper verkauf, 15 könnte man leisten. Wäre doch eine Überlegung wert, oder? Ja, das sind so meine Gedanken am Montag. Ich werde mich da jetzt rausbegeben, hoffen, dass ein paar Wölkchen aufziehen und dann schauen wir mal, wie wir weiter tun. Ihr schaut euch mal die grüne Musik und die blauen Wolken an, denn die gehören zum Belegpapier. Manchmal ist das Leben schwierig
Und manchmal ist die Verstopfung im Abfluss des Waschbeckens neben dem Klo noch viel schwieriger. Da gibt's Leute, wir wollen jetzt keinen Namen nennen, die das Bedürfnis haben, größere Mengen an Seife und Klopapier in das Waschbeckenabflusssystem einzubringen, auf das es dann erfolgreich verstopft sei. Da gibt's Sachen, sage ich euch. Bist du fertig? Ich hol meinen Sohn. Ihr seht am Gewand, dass ich keineswegs in irgendeiner Form heute schon was Produktives im Sinne der Baustelle gemacht habe. Stattdessen habe ich viel mehr, und er hat gesagt, wobei der Wind wird es kühl machen, ja, habe ich mich viel mehr mit diesen blöden Theorie-Dingern beschäftigt. Und sogar dem Hund noch nichts gegeben. Wollt ihr mein Planschbecken sehen? Ich zeige euch mein Planschbecken. Schaut, es steht noch immer. Schon seit vorgestern ist es nicht mehr umgefallen. Ich bin so glücklich. Der Hund ist auch glücklich, aber weniger wegen dem Planschbecken. Mehr wegen dem, was ich ihm jetzt reinwerfe. Und da lege ich euch kurz weg, denn sonst kann ich ihm das da nicht runterkratzen. Der kriegt nämlich auch Maroni-Torte. So machen wir das. Da freut er sich. Natürlich sind wir jetzt, wie soll ich sagen, geistig etwas blockiert, also ihr nicht, ich natürlich, denn ich habe mich ja da mit diesen Theoriethemen gerade beschäftigt. Das ist ausgesprochen schwierig, wenn ich das nämlich tue, ist der Kopf so voll mit dumm, da geht gar nichts. Es wäre jetzt ausgesprochen gesund, wenn ich mich rausstürze und ein Betonfeld betoniere. Das wäre auch sonstig gut für mich. Die Frage ist nur, ob ich es schaffe, denn ihr wisst, wenn ich mal was begonnen habe, dann will ich das weitermachen, um nicht zu sagen, fertig zu machen. Und das ist natürlich ein Riesenbedürfnis, vor allem nach dem Motto, hinter mich bringen. Ich wackel da kurz herum, ihr wisst Bescheid. Folglich, ich kann euch was erzählen. Ich habe telefoniert mit mehreren Kunden, es ist so ein Montag, ja. Das schöne Wetter reicht nur eine gewisse Zeit und dann... Da gibt es dann Kunden, denen von irgendwelchen Verwandten OneDrive aktiviert wird. Haben wir eh schon mal drüber geredet. OneDrive, das ist so die harte Geschichte. Wenn du OneDrive aktivierst und eine begrenzte Menge an Datenstrom hast, dann kannst du sicher sein, dass nichts mehr geht. Da kriegst du dann nicht einmal mehr ein E-Mail. Das ist natürlich sehr zu hinterfragen, warum Microsoft nicht ein System einbaut, das die Bandbreite des OneDrive nur, was weiß ich, 80% ausmachen darf und der Rest muss frei bleiben. Das wäre eine ganz simple, logische Schlussfolgerung. Aber nein, nö, das machen wir nicht. Also, jetzt könnte er sagen, ja, wie soll er denn das machen? Woher soll er denn wissen? Na, ganz einfach. Der macht eine Datei, die schießt er hoch, schaut, wie lange er braucht, schaut, wie schnell das war und dann reduziert er das um 30% die Geschwindigkeit und das ist das Maximum, was er schießt. Wäre überhaupt kein Problem. Also technisch nüsse schwieriger. Gut. Das ist aber gar nicht das eigentliche Thema. Das eigentliche spannende Thema heute ist A1! Ja! Und zwar, haltet euch fest, in Kombination mit Microsoft. Wahnsinn! Schrecklich. Ich sag's euch. Ich habe eine der seine Domain bei A1 liegen hat und im Zuge dieser Domainlegung ein Office 365, das ist ein A1 Marketplace Produkt hat. Das heißt, seine E-Mail-Geschichten liegen am Exchange-Server von Microsoft, der nicht mehr Exchange-Server heißt, weil es ja jetzt Office 365 ist. Und da gibt es ein paar Mailboxen, die liegen dort und A1 kassiert jeden Monat einen Haufen Geld dafür. Seit Donnerstag landen alle, und wenn ich sage alle, dann meine ich alle E-Mails, die er bekommt, in allen Mailboxen, also nicht nur bei einer, sondern in allen Mailboxen, ganz gezielt im Junk-Ordner. Ja, sie sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, dann nimmst du halt den Junk-Ordner statt den Posteingang-Ordner. Das ist die Theorie, denn wenn man es zurück in den Posteingang schiebt, dauert es so circa 2 Minuten und dann liegt das E-Mail wieder im Junk-Ordner. Kreative Lösungen hat Microsoft da. Ich bin gespannt, wo das Problem liegt. Also der eine Arbeitsplatz ist es ganz sicher nicht. Den habe ich mal angeschaut. Da gibt es keine Regeln, keine Spamfilter, Junkmail überhaupt deaktiviert und so. Dass der Norden mitmischt.
dass der Norden damit mischt. Ja, das könnte fast sein. Aber nein, wenn der Norden mitmischen würde, bekämen sie eine Norden-Anti-Spam-Markierung. Die haben sie ja nicht. Nein, kann nicht sein. Und im Junk-Ordner kann man halt dann die Anhänge nicht öffnen. Was bei einem Business-Kunden, der Gutachten und so weiter braucht, bekommt und schreibt, durchaus als nicht optimal zu bezeichnen ist. Lasst es mich so ausdrücken. Durchaus nicht als optimal. Boah, ist halt ein schöner Tag. Ein ganz fast hellblauer Himmel. Also ich habe echt gerade das Ultra-Mega-Hyper-Bedürfnis, hier mal auf die Schnelle echt zu betonieren. Da, ich meine, noch besser wäre es natürlich zuerst die Gartenhütte auf die neuen Betonfelder zu bringen. Die Frage ist nur, wie? Und ich könnte alternativ auch auf die Koppel fahren und das Knöterich habe ich schon. Diese anderen Sachen nehmen. Also eigentlich hätte ich genug Optionen draußen zu tun und nicht vor dem Computer zu sitzen. Und dennoch werde ich jetzt noch mal kurz vor dem Computer sitzen, wie ich mich kenne, weil ich ein Wappler bin. Ich bin der Größte, der Schönste, der von und zu überhaupt Wappler, den man sich vorstellen kann. Das ist das Konzept. So, und jetzt hole ich meinen Fraßzack und den werde ich dann ins Planschbecken werfen. Oder er sich selber. Allerdings müssen wir noch einen Eingang bauen, damit er nicht das ganze Ding zum Einsturz bringt, wenn er da planschbeckisiert. Das ist der große Plan. Zahlen und Fakten vom 27.06.2022. 7.085 Labor bestätigte Fälle, 5.457 Genesene und 685,7 ist die 7 Tage Fertenzidenz. Der Hund ist schon erfolgreich gelandet. Hallo Hund. Er schaut auch voll begeistert. Hallo Hund. Hallo Hund. Ja, also der Hund ist nicht YouTube geil. Rocco, möchtest du auf YouTube? Ah, da wieder da. Gut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe tatsächlich ein Betonfeld gemacht. Da bin ich fertig. Und zwider. Und wow. Das Kind habe ich ins Planschbecken gegeben. Das war nicht so leicht, weil ich zuerst das Basteln habe müssen, dass das Kind ins Planschbecken rein kann. Jetzt habe ich da einen Teppich reingelegt und einen Plastiksessel, weil ein Metallsessel rostet ja. Und der Plastiksessel schwimmt davon. Jetzt habe ich eine Steinplatte draufgelegt. Und heraus habe ich einen rostigen Sessel hingestellt. Und das Kind ist da reingeklettert. War sehr aufregend. Ja, und es ist dicht, noch immer. Aber da habe ich wieder eine Verletzung. Und jetzt kommen noch blaue Wolken und grüne Musik. Denn die gehören zum Rankoflog. Und morgen schauen wir mal, was morgen passiert. So machen wir das. Thank you.